Sie sind Stars. Vorbilder für Millionen junge Menschen. Streamer und YouTuber. Komm, ich unterschreibe schnell. Ja, Foto. Berühmt auch für solche Stadion-Vlogs. Persönliche und emotionale Highlights von Fußballspielen. Ja, Leute, alles ist klar. Alter, ich hab so Bock, Wahnsinn! Aber geht es hierbei am Ende dann noch wirklich um die Liebe zum Fußball oder ist es dann nicht doch eher so ein abgekatertes Werbespiel? Das wollen wir in diesem Film herausfinden. Gibt es versteckte Absprachen zwischen Bloggern, Agenturen und der Deutschen Fußballliga? Es geht um millionenschwere Lizenzen, das verbotene Drehen von Spielszenen und Widerstand von Fans. Immer diese Eventisierung des Fußballs, diese reine Selbstdarstellung, dieses alles muss immer größer, krasser, geiler sein. Ich glaub nicht, dass da die Influencer schuld sind. Fußball? Das war mal das hier. Bei einem energischen Vorstoß von Termat werden zwei Gegner ausgebotet, doch Beara hält dem Deutschen liebevoll das Bein fest. Gleich darauf fährt Kohlmeier auf der Torlinie mit der Hand ab 11 Meter. Und so adrett wurde zugeschaut. Mit vollem Fokus aufs Spiel. Was zur Hölle dann passiert ist? Naja, ihr kennt die Geschichte. Und das ist Fußball heute. Die perfekte Quelle für Social Media Content. Nach jedem Spieltag landen Stadion-Vlogs auf YouTube und es werden immer mehr. Geisteskrank, also wirklich starke Leistung. Der Stadionbesuch wird noch einmal erlebbar gemacht. Mit allem, was dazugehört. Ich glaube, es wird gleich so die Post abgehen. Nein, ich kann nicht mehr warten. Dieser Vlogger hier, Trimax, ist einer der bekanntesten. Er streamt alles Mögliche, macht aber auch Videos von Champions League-Spielen oder der Bundesliga-Relegation. Ja, Trimax immer! Trimax! 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 Heute spielt er mal selbst. In der 10. Liga in Hamburg. Der SSV Harzstack ist sein eigenes Team. Er kann hier so viel Content produzieren, wie er will. Denn für den Streamer geht's natürlich auch um Klicks. Alleine mit seinen YouTube-Kanälen soll er 2022 mehr als 1 Million Euro verdient haben. Auch auf Twitch schauen Tausende zu, wenn Trimax streamt. Und heute soll's auch im Stadion mal so richtig knallen. Die Tribüne wird wahrscheinlich voll sein. Wir wollen heute den Rekord aufstellen für die 10. Liga, weil heute noch mal echt 10 Influencer aus ganz Deutschland hier auflaufen werden. Da wird ja wahrscheinlich auch jede Menge so gefilmt drumherum, oder? Wir haben hier ganz normale Fußballproduktion, ist auch sauteuer, das ganze Projekt. Wir haben immer Kommentatoren dabei, wir haben 3, 4 verschiedene Kameras überall. Wir übertragen das Ganze auch live auf Twitch, dass die Leute auch von zu Hause aus zuschauen können. Ich mache daraus die Highlights, die besten Szenen, die Tore, schneide ich immer noch mal alle zusammen. Die anderen Influencer, die Stimmungsmacher, viele sind hier für Trimax unterwegs. Perfekt choreografiert für die Kameras und Follower. Vlogger und Fußball. It's a match. Aber nur auf den ersten Blick. Die Beziehung ist voller Probleme, wie wir in diesem Beitrag sehen werden. Die Konflikte zwischen Vloggern und Fans sind Stoff für pikante Berichte. Einige Fans fordern sogar eine Art Stadionverbot für Influencer wie Trimax. So wie dieser HSV-Fan. Vor der Kamera will er nicht mit uns sprechen, da es ein heikles Thema sei. Er kritisiert, dass sich Vlogger wie Trimax in den Fußball einkaufen und andere Fans verdrängen würden. Viele Ultraszenen haben ein Problem mit Stadionvloggern. Es würde bestimmt nicht überall gut gehen, wenn man die falschen Leute im Blog antrifft. Aber wir finden einen Fan, der bereit ist, seine Meinung vor der Kamera zu äußern. Seinen vollständigen Namen will uns Emanuel allerdings lieber nicht verraten. Was sind so grundsätzlich deine Kritikpunkte an solchen Stadionvlogs? Für mich ist Stadionbesuch mit Freunden treffen, Bratwurst, Bier, sein eigenes Team anfeuern, Emotionen zeigen. Und die Vlogger kommen mit einer ganz anderen Intention ins Stadion. Ne? Die benutzen das als Mittel zum Zweck für ihren Vlog, um möglichst Zuschauer zu generieren, Klicks und Likes zu sammeln auf verschiedenen Plattformen. Emanuel bezweifelt, dass durch Vlogger dauerhaft mehr junge Leute ins Stadion kommen. Er plädiert stattdessen für günstigere Eintrittskarten. Mich stört, dass diese Leute keine Emotionen zeigen oder nur künstliche Emotionen.
wenn zum Beispiel ein Tor fällt, dass sie dann erst ihre Kamera rausholen und dann jubeln. Dann, dass sie nicht zur Stimmung beitragen, sondern quasi eigentlich darauf beschränkt sind, immer zu überlegen, soll ich mich jetzt selber filmen, quatsche ich selber in die Kamera oder nicht? Oder wann ist ein guter Zeitpunkt? Und ein dritter Punkt ist natürlich, wenn man das große Ganze sieht, immer diese Eventisierung des Fußballs, diese reine Selbstdarstellung, dieses alles muss immer größer, krasser, geiler sein. Darüber kann Trimax nur lachen. Also die Influencer schuld, dass der Fußball kommerzialisiert wird. Also der von allen Unterhaltungsmöglichkeiten gibt es ja nichts, was so kommerzialisiert ist wie der Fußball. Ich glaube nicht, dass da die Influencer schuld sind. Die haben gesagt, dass eigentlich Fußball was ist, also was Gemeinschaftliches. Auch gerade natürlich ein Verein, das sind alles Mitglieder, man engagiert sich und sowas. Der Fußball steht im Vordergrund, das Team. Und Influencer oder Vlogger würden dann so eine Art Selbstinszenierung einfach hervorbringen. Wie siehst du das? Interessanter Punkt. Klar geht es auch darum, wie man sich fühlt, wie man selber das Ergebnis abschätzt, wer man findet, hat ein gutes Spiel gemacht, wer hat ein schlechtes Spiel gemacht, was jetzt auch gar keine Expertenmeinung ist. Also ich rede da auch sehr, sehr viel Mist dabei, gehört auch mit dazu. Hören die Leute halt gerne, da meine eigene Einschätzung zu sehen. Aber eine Selbstinszenierung würde ich sagen, nee. Eigentlich dürfte man solche Vlogs gar nicht aufnehmen. Filmen ist nämlich nur außerhalb des Stadions erlaubt. Sobald die Vlogger reingehen, gelten die Stadionordnung und Ticket-AGBs. Und die verbieten im Regelfall Aufnahmen für kommerzielle Zwecke. Wer die Spielszenen zeigt, kann sogar eine Geldstrafe bekommen. Eigentlich. Bist du dir denn dessen bewusst, dass man eigentlich keine Spielszenen zeigen darf und auf YouTube hochladen darf von Bundesligaspielen? Offiziell dürfen wir auch keine Games zocken und die hochladen, weil wir die Rechte da nicht drauf haben. Offiziell darf auch keine Musik laufen. Offiziell dürfen wir im Stream gar nichts zeigen. Diese Szenen, die wir zusammengeschnitten haben, wir nehmen jetzt ja nichts aus der Übertragung oder irgendwie sowas, ist fast alles, was wir machen, eine Grauzone, ja. Nur eine Grauzone? Später wird uns Trimax sagen, dass er hinter den Kulissen fast schon hofiert wird. Dabei hat er selbst erst eine Handvoll Stadionvlogs gedreht. Andere Vlogger machen das jede Woche. Wir schauen uns exemplarisch den größten und bekanntesten von ihnen genauer an. Wiska Barca. Er reist quer durch Europa, immer zu den besten Spielen, für die man sonst nur sehr schwer Tickets bekommt. Real gegen Chelsea, Bayern gegen Man City oder auch zum Istanbul Derby. Wie macht er das? Gibt es womöglich versteckte Absprachen mit Verein und Lizenznehmern? Vier Dinge fallen besonders auf. In Stadionvlogs sind meistens die Highlights des Spiels zu sehen. Obwohl das ja eigentlich verboten ist, vor allem wenn man sie einem Millionenpublikum auf YouTube zur Verfügung stellt. Wird es auch toleriert, weil Wiska Barca vor allem Positives über die Vereine sagt? Schon vor 5 Jahren hat er groß angekündigt. Vielen, vielen Dank. Ich werde auch viel Content mit dem Auto für euch produzieren. Bis heute präsentiert der Influencer immer wieder sein Auto. Die Beispiele werden nicht als mögliche Werbung gekennzeichnet. Aber wir konnten herausfinden, dass er mit Mercedes-Benz schon kooperiert hat. Wir müssen hier Deutschlandfarben anmachen bei den LEDs. Warte mal. Ansonsten natürlich wie immer habe ich die Elevate-Hose am Start. Die immer wieder weist er auf die Klamottenmarke Elevate hin. Geschäftsführer der Marke ist ausgerechnet sein Vlogger-Kollege Elias Nährlich. Und ich sag, nahezu ich alle seine Videos beginnen mit einer ausschweifenden Hotelführung. Gestern Nacht war ich wirklich wie ein kleines Kind durch das Zimmer gesprungen, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Ihr werdet gleich ausflippen. Macht er das nur so oder steckt mehr dahinter? Der Hinweis Werbung ist in den Videos, die wir uns stichprobenartig anschauen, nicht vorhanden. Leider wollen weder Wiska Barca noch sein Management mit uns darüber sprechen. Also recherchieren wir ihm hinterher. Wir versuchen, an die Marken aus seinen Videos heranzukommen. Lülas, hallo. Ich arbeite für den Norddeutschen Rundfunk. Mich würde nur mal interessieren, wie laufen denn solche Kooperationen eigentlich ab? Ich hatte schon zweimal angerufen, es geht um ein Interview für den NDR. Am Telefon kommen wir nicht weiter. Also machen wir uns auf den Weg und fahren Orte aus den Videos ab. In diesem Hotel hat Wiska Barca vor dem Revierderby Schalke gegen Dortmund übernachtet. Anscheinend sehr zu seiner Zufriedenheit. Erstmal gibt es wie immer eine Hotelroom-Tour. Links haben wir direkt hier das Badezimmer und das ist sehr, sehr cool designt. Bodentiefe Dusche, hab mich gerade eben schon fresh gemacht. Übrigens natürlich wieder mit Elevate-Zipper am Start. Jawohl. Das Bett ist auch sehr, sehr bequem. Auch die Lampen sehen fancy aus, also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Der Lobbybereich sieht auch voll jung und modern aus. Hier haben wir noch ein Kicker-Table, so eine chillige Chill-Area.
Steckt hinter dem Lob ein Deal? Oder erzählt Wiska Barster das einfach so? Wir sprechen darüber mit einem Mitarbeiter. Ohne Kamera. Hier in diesem Hotel, wo Wiska Barster übernachtet hat, ist man sich ziemlich sicher, dass sowas im Rahmen von einer Kooperation stattgefunden hat. Aber das machen nicht die Leute hier, sondern eine PR-Abteilung in Hamburg. Von denen habe ich jetzt die Telefonnummer und frage da mal nach. Kleiner Spoiler, ich sollte eine E-Mail schreiben, auf die mir dann wieder nicht geantwortet wurde. Bekommt Wiska Barster Geld, wird hier Werbung verschwiegen? Zumindest nicht in jedem Fall. In einem zweiten Hotel in Düsseldorf erzählt mir eine Mitarbeiterin, dass Wiska Barster sein Zimmer ganz normal bezahlt hat. Aber es gibt Indizien, dass das nicht immer so ist. In Hamburg treffe ich zwei Juristen einer Kanzlei für Sport- und Lizenzrecht. Sie arbeiten nicht weit vom FC St. Pauli. Hier hat Wiska Barster aber wohl noch keine Videos gedreht. Was würdet ihr dazu sagen, was er da jetzt gerade macht? Das ist auf jeden Fall kommerziell. Also er bewirbt mehrere Produkte oder Dienstleistungen. Einmal das Hotel, dann die Brand seiner Kleidung. Und von daher ist da für mich kein Zweifel, dass da ein kommerzieller Gedanke auch hinterschickt. Hat er das vorher als Werbung gekennzeichnet? Nee. Ja, ne? Dabei sind die Regeln eigentlich ziemlich streng. Es kann auch sein, dass ich Inhalte als Werbung kennzeichnen muss, wenn ich kein Geld bekommen habe, sondern wenn ich irgendeinen anderen Vorteil erlangt habe. Also beispielsweise eine Influencerin, die für eine Klamottenmarke in irgendeiner Form an den Start geht. Also da sagt die Klamottenmarke, hier pass mal auf, du hast irgendwie 200.000 Follower, du bist für uns total interessant. Wir statten dich jetzt mit, was weiß ich, Marco Polo Klamotten aus. Ja. Die ziehst du jetzt aber bitte an und verpflichtest dich für 3 der 4 Drehs. Dann ist das natürlich, dann kriegt sie möglicherweise keine Geldleistung, aber sie kriegt Klamotten. Klamotten, genau. Das heißt, eigentlich müsste er sagen, oder eine kleine Marke irgendwo reinmachen, Werbung, oder in den Beschreibungstext schreiben, Werbung, oder er sagt vor der Produktplatzierung irgendwie ganz klar, hey, hier, ich mache jetzt Werbung für... Genau, ja. Richtig. Ja, Kennzeichnungspflicht, ja. Für Werbung nach dem Medienstaatsvertrag. Im Hintergrund konfrontieren wir mehrmals das Management von Wiska Barster. Sie wollen sich nicht äußern. Aber in Wiska Barsters nächsten Video steht dann plötzlich das hier. Vielen Dank auch an Spotify, dass sie uns heute diesen Tag hier ermöglichen. Das ist der Haupttrikotsponsor von Barca. Werbehinweise konnten wir in seinen Videos sonst nur sehr wenige finden. In vielen Bereichen nutzen Vlogger offenbar einen Graubereich aus. Solange sie keiner abmahnt, kann auch nichts passieren. Ja, Fußball ist halt extrem populär und natürlich profitieren sie davon, weil sie genau wissen, dass diese Bewegtbildaufnahmen, die sie letztendlich mit dem Handy oder mit was auch immer erzeugen, aufgrund des Umfelds, sprich Stadion, Zuschauer, Vereine, die spielen, Spieler, die spielen, natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit generiert. Und letztendlich wird die Marke, ob das nun der Bundesliga oder möglicherweise der beteiligten Clubs oder eben auch der Spieler, natürlich ausgenutzt oder dafür genutzt, entsprechenden Traffic zu erzeugen. Wenn Influencer ihre Vlogs für Produktplatzierung nutzen, machen sie dann womöglich auch Werbung für die Vereine oder die Bundesliga? Auffällig ist, dass ihre Videos offenbar nicht gelöscht werden. Dabei sind die Nutzungsrechte im Fußball eigentlich geschützt, liegen unter anderem bei den TV-Sendern, die für Bundesliga oder Champions League zusammen jährlich Milliarden zahlen. Haben einige Vlogger also eine Sonderstellung? Und wie kommt die zustande? Hierfür schauen wir uns die Firmen an, die im Hintergrund agieren. Manche Vlogger sind zum Beispiel bei Atletia Sports unter Vertrag. Und jetzt wird's wild, denn gleichzeitig soll Atletia den Rechteschutz für die DFL durchsetzen. Dafür haben sie unter anderem die Firma Rights gegründet und vollmundig beworben. Die Bundesliga ist eines der wertvollsten Übertragungsrechte weltweit. Ein Recht, das die DFL im Sinne ihrer Medienpartner und Fans vor illegaler Verbreitung schützt, gerade in der digitalen Welt. Diese Aufgabe übernimmt Atletia, der Marktführer im Bereich Social Media Protection und Content Compliance. Das Unternehmen soll also einerseits die Rechte von Lizenzgebern und Medienpartnern schützen und vertritt andererseits die Vlogger. Ein Interessenskonflikt? Und schon wieder, unseren Fragen wird ausgewichen. Aber wir konnten mehrere Fälle recherchieren, in denen Atletia alles andere als zimperlich gegen YouTube-Videos vorgegangen ist. Zurück in Hamburg. Trimax führt letzte Interviews vor dem Anpfiff. Seine Stadion-Vlogs wurden bislang nicht abgemahnt. Im Gegenteil.
ja nicht drauf. Komm mal her, Marc, komm her, Marc, komm mal her. Was ich auch dann von HSV direkt gehört habe oder von den Sponsoren, fand ich das mega cool, dass ich im Stadion bin. Haben dann auch gesagt, hey, komm mal gerne, auch, wir können dir auch mal hier eine Loge geben oder dass du in der Business-Loge mal Platz und von da ein Spiel anschaust. Also da profitieren letztendlich alle mit davon, dass man auch so ein Stadionvlog macht. Also man hat keine offizielle Erlaubnis, ist es aber bisher immer sehr gerne gesehen. Aber das heißt, der HSV kam auf dich zu und hat dich sozusagen nach über die Sponsoren haben sie dann gesagt, ey, ich fand einen mega geil Stadionvlog gesehen, mach doch gerne noch mal ein, ja. Willkommen in die Loge. Der HSV hat sich uns gegenüber dazu nicht geäußert. Aber wir haben recherchiert, dass andere Bundesliga-Clubs schon Influencer eingeladen haben. Und nicht nur die. Trimax sagt uns, dass ihn sogar Lizenznehmer anfragen. Amazon habe ihn zu einem Champions-League-Spiel eingeladen. Auf Nachfrage bestätigt Amazon uns, dass man im Rahmen eigener Übertragungsrechte mit Influencern zusammenarbeitet. Diese Vlogger sind bei Agenturen unter Vertrag. Und manche der Agenturen haben Bundesliga-Vereine oder auch solche Lizenznehmer als Kunden. Wissen also alle von den Absprachen und machen es nur nicht transparent? Anruf bei Sport 1. Einer der Sender, der im Gegensatz zu Vloggern viel Geld dafür ausgibt, die Bundesliga zeigen zu dürfen. Ist man dann da mit der DFL in Austausch? Also spricht man dann über konkrete Influencer und stimmt sich so ein wenig ab? Oder gibt es da quasi einfach intransparente Abstimmung zwischen der DFL und den jeweiligen Influencern? Und man selbst muss das so ein bisschen in Kauf nehmen. Welcher spezielle Influencer angesprochen wird, da sind wir nicht mehr involviert. Aber der Sinn dahinter und der Zweck, der wird gemeinsam verfolgt. Wer mit der DFL oder Partnern kooperiert, hat offenbar Sonderrechte. Die anderen müssen in den sauren Apfel beißen. Wenn es eine Abstimmung mit der DFL erfolgt, dann werden wir meist informiert und dann ist das auch auf unserem Schirm und wir gehen auch nicht dagegen vor oder diskutieren, wenn dann nochmal inhaltlich darüber. Die illegalen Streamer, so nennen wir es so ein bisschen, die sich leider häufen, also das ist schon ein Phänomen, was immer größer wird. Das ist dann, meistens schicken wir die DFL eine Mail mit, wie gesagt, es häuft sich, dadurch kommen relativ viele Mails zur DFL und es ist auch schwer, das zu unterbinden, aber da versuchen wir dann gemeinsam vorzugehen und in irgendeiner Form abzumahnen. Lange sagt uns die DFL nur, dass man das Thema im Sommer angehen wolle. Kurz vor Produktionsschluss gibt ein Sprecher dann aber zu: Im Bereich Global Marketing arbeitet die DFL vereinzelt und insbesondere mit Fokus auf internationale Märkte mit Influencern zusammen. Vor allem, um die internationale Wahrnehmung der Bundesliga unter jungen Fans zu steigern. Die Nutzungsrechte würden aber mit Medienpartnern im Vorfeld klar abgestimmt. Öffentlichkeit und Fans bekommen von solchen Absprachen aber wohl nichts mit. Vielleicht wissen auch deshalb einige Vlogger kaum über die Rechtelage Bescheid. Sie sehen die Vlogs bei anderen und probieren es einfach selbst. Auch, weil sie Stadionbesuche lieben. Hi, ich bin Marvin. So wie Marvin. Marvin dreht seine Vlogs nur mit einer Handykamera und alten Kopfhörern. Anders käme er eh nicht ins Stadion. Erkannt wird er aber trotzdem. Ich gehe jetzt gleich rein dort in den Blog rein. Du siehst ja quasi als Zuschauer immer nur so vom Fernseher direkt die Perspektive. Das heißt, von dem Moderator so und die Sicht hast du. Aber mir siehst du ja quasi, wie geht er rein? Wo ist der Platz? Wie sieht das Stadion von innen aus? So, ich teste auch manchmal das Essen so. Dann sage ich den Leuten, ey, hier die Bratwurst oder Brezel so. Oder was sind die Preise des Essens so? Das siehst du halt im normalen Video halt nicht. Ein Video von Marvin wurde schon mal abgemahnt. Er hofft aber, dass das nicht häufiger passiert. Ich tue ja in meinen Videos nicht negativ berichten so. Und auch tue ich nie über den Verein schlecht reden. Von daher ist meiner Meinung nach ja eigentlich positive Werbung für die, weil wenn ich Zuschauer habe, die zum Beispiel mich feiern, meine Klamotten kaufen oder sonst irgendwas und ich sage, ey, geht ins Stadion rein, schaut euch das an. Das ist ja nur Werbung für die, weil die sagen, ey, Marvin hat gesagt, geh ins Stadion, ist cool, dann mache ich das wohl auch mal. Da kommt gerade der Bus, kann ich hier mal kurz filmen. So, hier sieht man noch den Frankfurt-Bus, der jetzt gerade ankommt. Marvin geht ins Stadion. Wir bleiben draußen, da wir im Innenraum ohnehin nicht einfach filmen dürften. Viele, vor allem junge Menschen, wollen solche Vlogs wie von Marvin sehen. Aber die DFL schafft sich ein eigenes Problem. Es wird immer schwieriger, die Nutzungsrechte zu schützen. Klar ist aber auch, so analog wird Fußball nie wieder aussehen. Mancher gut gemeinte Angriff scheiterte an dem morastigen Boden. Aber vielleicht ist es auch gut, dass diese Zeiten vorbei sind.